Ja, ich glaube, es war jetzt nicht das längste Training und das härteste Training, aber man sieht einfach, dass alle Jungs extrem Bock haben, wieder Gas zu geben, wieder zu trainieren, und dadurch ist die Trainingsintensität automatisch sehr hoch, weil auch die Qualität einfach sehr hoch ist, und das macht schon Spaß, und von dem her war es, glaube ich, ein guter Start jetzt, und wir werden sicher morgen und übermorgen da nochmal draufpacken. Ja, heute war ein Schwerpunkt, gerade auch über die Flanken. Ich gehe mal davon aus, weil Union auch sehr, sehr viel flankt, dass wir da auch bereit sind. Das heißt, fast jede Form, die wir machen, oder viele Formen, die wir machen, haben einfach einen Hintergedanken, was kommt am Wochenende auf uns zu, was haben wir vielleicht am letzten Wochenende nicht so gut gemacht, wo können wir uns verbessern, wo können wir noch besser werden, und von dem her, ist es natürlich in so engen Formen immer nicht ganz so einfach, aber wir haben wirklich sehr, sehr viel Qualität, um auch auf so engem Spielfeld was zu kreieren. Ja, ist natürlich schön, auch wenn man schon auf den Platz kommt, die Fans klatschen, freuen sich, dass sie uns sehen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn eine gewisse Stimmung dann auch beim Training ist. Macht es für uns auch nochmal einen Tick besonderer. Und auch danach der Austausch mit den Fans, die Autogramme, ist einfach schön, weil man die Freude in den Augen der Kids zum Beispiel sieht. Und wie gesagt, natürlich immer was Besonderes, wenn die Fans da sind.